So, da sind wir wieder. Jetzt geht's, glaube ich, in Richtung Elias. Müsste so gegen Ende von Akt 5 sein, denke ich mal. Mal sehen, wie weit das noch ist. Zumindest ein Stamm der Elias wäre ja schon wieder ein Riesenfortschritt. Haben welche nice Zwischensequenzen. Selbst ohne eure Verhältnisse. Ich kann das Ritual übernehmen, oh. Wenn die ist auch da, da ist dann die alle dabei. Könntet, wäre es bereits getan. Okay, quatschen wir mal. Ich für meinen Teil bin es. Zumindest bereit, den Seelenstein auszurichten. Und was danach kommt, Lilith zu fangen und sie im Stein zu binden. Wir wissen, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist. Ich muss daran glauben, dass es nun an uns liegt. Nicht an der Prophezeiung, an Inarius oder sonst jemandem. Okay, dann geht's mal rein. Folgt Donen in die schwarze Gruft von Sankekur. Irgendetwas stimmt hier nicht. Mit diesem Ort stimmt rein gar nichts. Ja. Erledigen wir das lieber schnell. Richtig atmosphärisch. Richtig atmosphärisch. Wow. Recht mit Donen. Wir sind alle hier. Was passiert jetzt? In Ordnung, Lorat. Wir werden die 6 Siegel von Dendas der Reihe nach eingravieren. Darauf folgt das 2. und 4. Umgekehrt. Es ist schön, dass ihr euch auch mal einig seid. Konzentriert euch. Fangen wir an. Creation Dantenis Berry Distom Iglumun. Dort. Spürt ihr das? Was ist los, Hexe? Jemand nähert sich. Es ist Elias. Er ist hier. Wir müssen... Lorat, wagt es nicht zu gehen. Das wird unsere Aufgabe. Ich werde ihn selbst töten. Folgt Thaisa. Also. Der Baum verlangt, dass ihr bezahlt. Und ich ebenso. Ich werde euren Baum abfackeln und eure Leiche in die Flammen werfen. Ich bin außer der Mutter etwas schuldig. Gefallener Horadrim Elias. Okay. Ich war in den tiefsten Kammern des versunkenen Tempels, Elias. Ihr habt vor mir keine Geheimnisse. Legendary on Mass.
Auge und holt Thaisa ein. Oh, okay, okay, warte. Geil, Willenskraft. Nice. Naja, dadurch, dass ich in Weltstufe 1 angefangen habe, was ich ja auch mittlerweile wirklich bereue, sind die Kämpfe halt nicht mehr wirklich anspruchsvoll. Und trotzdem, die Story um Elias und so weiter ist einfach großartig. Einfach richtig stark gemacht. Aber naja. So, wir gucken mal, was hier an Legendaries rumkam. Nicht gut. Weiß ich alle Werte. Richtig schicker Bogen, aber eigentlich. Na egal, weiter Thaisa hinterher. Westmoor. Das ist nochmal eine Truhe. Stopp. Ja, ich sehe es, aber ich muss jetzt erstmal hier einsammeln. Wo ist Elias? Ich habe ihn in den Tunneln verloren, aber der Sumpf hat ihn jetzt. Horadrim. Wir wollten es gerade ohne euch beenden. Er ist noch am Leben. Wo ist er? Am Ende dieser blutigen Spur. Hier entlang. Ja, hoffen wir es zumindest. Also. Gleich mit Lord. Thaisa. Ich muss mit ihm reden. Dann tut es, Horadrim. Lord. Oh, Elias. War es das alles wert? Wirklich? Ich brachte Lilith nach Sanctuario. Niemand hielt dies für möglich. Und wenn die Hölle über diese Welt hinwegfegt, werde ich an ihrer Seite stehen, um sie zurückzudrängen. Ihr habt mich ganz allein jene Grenzen überschreiten lassen, die ihr nicht zu überschreiten wagtet. Ihr seid nichts außer ein verschwendetes Leben. Denkt nicht daran, mir zu vergeben, alter Mann, denn ihr habt uns an diesen Punkt gebracht. War es das wert? Die Frage eines Feiglings. Sie passt zu euch, Lorat. Elias von Aranok. Oh, erspart mir das. Aus freiem Willen habt ihr dem flüsternden Baum einen Eid geschworen. Dies ist nicht das Leben, das ich verdiene. Der Baum vergisst keinen Eid und er vergibt auch keine Schuld. Es ist Zeit, loszulassen. Oh, wahrscheinlich hat uns Lilith beobachtet, oder? Durch den Raben. Nee. Er hat Hunger. Na gut. Stark. Okay. Sprecht mit Thaisa. Was passiert jetzt? Ich höre Gelächter im Wind. Elias Kopf hängt vom flüsternden Baum. Und euer Seelenstein ist ausgerichtet. Hier verlasse ich euch. Bitte? Wir treten Lilith gegenüber. Ich hatte gehofft, ihr würdet mit uns kommen.
Ich kenne die Schwere eurer Gründe, aber Lilith ist weiterhin euer Anliegen. Meins liegt woanders. Dann heißt es also, lebe wohl. Und danke für den Tee. Gebt auf euch Acht, Donan. Sie hat meinen Namen genannt. Lorat wird nicht glauben. Wo ist er? Ich habe ihn nicht gesehen, seit Elias ihn mit seinen letzten Worten einen Feigling genannt hat. Und um seinen Mut zu beweisen, tat er was? Losziehen, um Lilith allein gegenüberzutreten? Elias hat uns nie gesagt, wo wir sie finden können. Aber sein Kopf hängt am flüsternden Baum. Der Baum weiß also, wohin Lilith unterwegs ist. Lorat könnte fragen, aber er wird den Preis zahlen müssen. Was für einen Preis? Denselben, den Elias gezahlt hat. Die Ewigkeit am Baum. Bruder, nein! Schnell zum Baum! Haltet ihn auf! Mhm. Sind wir jetzt kurz vorm Ende? EP. Reisen wir zum flüsternden Baum. Noch ist Akt 5 nicht beendet. Mal sehen. Dadurch, dass wir in Weltstufe 1 spielen, wird wahrscheinlich auch der Kampf gegen Lilith jetzt nicht mehr außerordentlich schwer werden. Das ist halt schade. Wie gesagt, wenn ich das gewusst hätte. Aber. Nun gut. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt direkt dazu kommt. Man weiß es ja nicht. Aber hier ist Lorat. Wir sprechen jetzt erstmal mit ihm. Und wahrscheinlich soll er sich nicht opfern. Lorat, was habt ihr getan? Lilith ist uns schon viel zu lange zwei Schritte voraus. Der Baum wusste, wo sie ist. Ich habe gefragt. Seine Antwort war den Preis wert. Den Preis wert? Ihr schuldet dem Baum euren Kopf. Wenn ihr sterbt, werdet ihr hier mit den... Da ist Elias Kopf jetzt auch dabei. Na und? Brauche ich etwa eure Erlaubnis? Es ist geschehen. Vergesst es. Während wir hier im Schlamm stehen, ist Lilith auf dem Weg, Mephistos Macht zu absorbieren. Sie hat ein Tor zur Hölle gefunden und nähert sich mit dem Schlüssel. Wo ist das Tor, Bruder? Unter Caldeum. Es wird doch sicher jemand Widerstand leisten. Caldeum? Nein. Die Narren haben sie willkommen geheißen. Es liegt an uns, sie aufzuhalten und in den Seelenstein zu sperren. Das ist alles, was zählt. Und wenn Lilith bereits durch das Tor gegangen ist... Müssen wir hinterher. Wir folgen ihr in die Hölle. Ich werde uns mit allen Mitteln dorthin bringen. Wir vier? Allein? Das ist Wahnsinn. Kein Irrsinn, Kind. Pflicht. Wir treffen uns zur Vorbereitung in Tazarak. Betet, dass wir nicht zu spät sind. Caldeum. Uiuiui. Was für ein cooler Ort für das Finale, oder? Oder wird die Hölle das Finale? Das wäre natürlich genauso. Super. Eigenartig zu wissen, was nach dem Tod kommt. Immerhin ein verdammtes Rätsel weniger, um das man sich kümmern muss. Lag ich falsch? Ich habe getan, was ich tun musste. Wir suchten Antworten und fanden sie. Lilith plante, die Tore der Hölle zu stürmen. Astaroth, Radma und der Schlüssel, alles hatte zu diesem Punkt geführt. Doch wir wussten nicht, dass Inarius und die Kathedrale einen Feldzug gegen Lilith begonnen hatten, als wir noch im Sumpf umherirrten. Ihre Schlacht würde die Welt verwüsten und der siegreich hervorgeht, würde ihren Überresten keine Gnade zeigen. Wir hofften, Lilith vor Inarius zu erreichen, doch wir konnten nicht vorhersehen, was als nächstes passieren würde. EP, eieiei. Nennen wir mal EP. Und Akt 5 ist ebenfalls abgeschlossen. Wirklich schick. Das heißt, jetzt geht es nach Taracek oder was auch immer. Ja.
Tarajak. Ein Kaldeum. Ist hier das auch? Irgendwo hier? Weiß es nicht. Sowieso auch nicht. Na, gehen wir mal nach Tarajak. Da können wir wahrscheinlich auch mal kurz verkaufen. Ähnliches tun. Nein, tatsächlich nicht. Euer Schweigen bringt euch nur noch mehr in Bedrängnis. Ah, da. So. Das kann man noch verwenden. Es ist immer klug, Überraschungsbestände zu kaufen. Ne. 3,1 Millionen Gold haben wir. Sieht soweit gut aus. Jetzt sprechen wir. Trefft euch mit den Horadrin im Gasthaus zum durstigen Wanderer in Tarsarak. Okay. Ein Schlagbrett. Nirel, die anderen sind gar nicht da. Fragen wir sie mal. Wo sind die anderen? Lorat und Donan sind nach Kaldeum gegangen. Die Ritter marschieren zur Stadt. Sie hielten es für das Beste, ihnen zu folgen. Aber ich wollte auf euch warten. Darf ich euch etwas fragen? Etwas Persönliches? Natürlich. Habt ihr je das Gefühl, dass keine eurer Taten einen Unterschied macht? Öfter, als ich zugeben will. Man nennt mich eine Heldin. Aber im Herzen bin ich dieselbe Person, die ich immer war. Mächtig, sicher. Aber auch mit Fehlern. Ich gebe mir Mühe. Aber mein Bestes ist nicht gut genug. Nicht für Joren oder eure Mutter. Wird es einfacher? Das ist möglich. Mit einem guten Verbündeten. Vielen Dank. Für eure Ehrlichkeit. Es hilft, zu wissen, dass ich nicht allein bin. Mhm. Wir sollten gehen. Ich werde die anderen in Kaldeum suchen. Schließt euch euren Verbündeten bei der Suche nach Lilith in Kaldeum an. Oh shit. Ach, da oben ist eine Nebenquest. Wir haben die ganze Zeit die Nebenquest gemacht, die wir gefunden haben. Jetzt werden wir ganz kurz vom Schluss lernen. Jetzt nicht noch damit aufhören, ne? Wäre schon Quatsch. Das wäre schon ziemlicher Quatsch. So, jetzt kommen wir hier rüber. Hier draußen ist es zu gefährlich für Reisende. Ich dachte, der Weg wäre frei. Ich habe es viele Wegstunden ohne Gefahren geschafft. Aber dann sind diese verfluchten Kreaturen von Alkanus gekommen. Ich hätte diese
alten Geschichten ja nicht für wahr gehalten. Bitte, es fehlt uns an Kraft, weiterzukämpfen. Wenn ihr einen Weg für uns freikämpft, können wir uns in Sicherheit bringen. Mhm. Dann soll es so sein. Bitte fliegen Dämonen in der verlassenen Ödnis auf. Ich brauche mehr Energie. Das die Fliegendämonen, die sie meint? Ja, tatsächlich. Ich dachte, das wären ja die Fliegenschwärme gewesen. Naja. Lama aus Yokohama und dann haben wir noch da fliegende Dämonen. Fliegende Dämonen. Elf, ein. Fliegendämonen noch. Na? Es nicht sein, ein Einzelner noch irgendwo. Scheiße.
Sehr schön. Dann sind sie jetzt in Sicherheit. Glauben sie. Wahrscheinlich. Akarat hat euch geschickt. Ich wünschte, ich könnte euch mehr geben. Danke. Kein Problem. Sehr schön. Elias' Geschichte, die Nebenquest ist abgeschlossen hier aus der Wüste. Und jetzt gehen wir zum Juwel des Ostens und schließen uns unseren Verbündeten bei Caldeum gegen Lilith an.